Es ist wieder soweit. Neues von und mit Rudolf von Heckenrhein vom Habichtswalder Haufen. Ihr seht, ich habe wieder meinen Zauberkessel vor mir stehen. Heute ein Rezept. Es nennt sich Alt-Isländischer Schnaps. Ein Getränk, was an kalten Winterabenden schön durchwärmen soll. Hier im Vordergrund seht ihr auch eingeblendet die Zutaten dafür. Und für Fragen und weiteres meine Internetadresse und die E-Mail-Adresse. So, ich fange mal an. Ich habe hier den Liter Doppelkorn. Fülle das ein in meinen Zauberkessel. Anschließend habe ich hier 40 Zentiliter Cognac, kommt auch dazu. Hier ist der Kirschsaft, wie im Rezept angegeben. Den geben wir auch da rein. Und als letzte flüssige Zutat hier den Prima-Sprit, also reiner Alkohol von 96,4%. Das schafft was. So, das wären die wesentlichen flüssigen Bestandteile. Hier habe ich jetzt Bittermandelöl. Davon ganz vorsichtig 2 Tropfen. Einer, 2. So. Das ist wirklich sehr minimalistisch. Gut, es geht weiter. Hier habe ich jetzt Wacholderbeeren, die 30 Gramm. Wie im Rezept angegeben. Der Kardamom. Und zu guter Letzt die Rosinen. So, alles im Topf drin. Einmal gut durchrühren. Und das war's. Das Ganze verschließen. 3 Wochen stehen und ziehen lassen. Anschließend in Flaschen füllen. Durchsieben in Flaschen füllen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Lasst es euch schmecken. Bis bald. Tschüss.